einen schönen guten Morgen. Da sind wir jetzt am Walchensee, am Ostufer. Und heute mache ich eine Tour, die ich noch nicht gemacht habe bis jetzt. Jetzt geht es dann auf den Latschur. Ich habe die Route geplant, ist mir aber völlig unbekannt noch. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Mitkommen. Viel Spaß. Ja. Der Weg führt uns jetzt einmal noch auf dem Ostufer weg. Soll angeblich relativ steil den Wald aufgehen, eine Zeit lang. Und dann kommen wir wieder an Dechendorf allen vorbei, das soll eine bewirtschaftete Hütte sein. Die werden wir dann beim Abstieg besuchen. Dann soll es weiter auf den Almstieg gehen und von dort dann auf den Latschur. Bin sehr gespannt, was dort mit so. Düster wird es da jetzt den Wald und da geht es schon raus. Schaut, was man da mitten am zertrampelten Pfad so findet. Mahlzeit. Da vorne ist auch noch eine. Mitten am Weg. Lustig. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber da kommt langsam eine Weichensee raus. Ich glaube, das ist heiß heute. Gut, dass ich genug zum Trinken mit habe. Hätte ich das gewusst. Ich habe lange Hosen angezogen. Hey, da ist schon. Ja, untergehen werden wir jetzt nicht mehr. Später. Da oben schon die ersten Anzeichen von ein bisschen höheren gelegen. Herrlich. Herrlich ist da. Schaut, ca. eine halbe Stunde geht's halt und ihr habt das. Der Schatten ist schon komplett verschwunden unten. Mein Auto sieht ja noch. Aber jetzt geht es da weiter auf. Und es ist so steil, wie es versprochen war. Weiter geht's. Stuch im Wald, eine Dechendorfer Alm steil. Ja, das war's bis jetzt auch. Okay. Einziger Vorteil, wenn es so steil ist. Haben wir verdammt schon Höhenmeter. So. Nächste Gabelung. Der Kamm kommt immer näher. Schaut, dass ich noch nicht da bin. So, ja, und falls es jemand sucht, da geht es dann weiter. Puh, leicht verriegelt. Winde vielleicht nicht, dass ich da raufgehe. So, jetzt sind wir da auf einem ziemlich flachen Waldwanderweg unterwegs. Oh, schön, kühl. Ja. Heute einmal allein unterwegs, für alle, die sich fragen oder gern wandern gehen wollen, aber sich selber immer sagen, hey,
alleine ist so langweilig, allein mag ich das nicht machen. Damit macht es euch nur von anderen abhängig. Denn wenn der andere nicht gehen will, geht es ihr nicht, und wenn ihr nicht gehen willt, geht der andere nicht. Also muss man sich einfach mal zusammenreißen, ins Auto setzen und selber wohin fahren. Vorausgesetzt, man hat die Möglichkeit. Ich möchte hier niemanden anprangern. So, und dann sind wir schon auf der nächsten Arena. Und da vorne geht es weiter im Wald drauf. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das da vorne auch schon die Technik auf einem mit den Hütten. Aber da gehen wir erst über den Abstieg hin. Jetzt gehen wir mal zur Abzweigung und dort werden wir mal frühstücken. So, lassen wir rauf. Und da gehen wir jetzt mal ein Stückchen den Weg entlang, bis er sich wieder abzweigt. Zu dem, was ich früher gesagt habe. Das Alleinegehen hat also seine Vorteile. Erstens kann man damit richtig schön über sich selber nachdenken. Zweitens, desto schöner die Gegend ist, wenn man unterwegs ist, desto schwerer kommt man dabei auf negative Gedanken. Und wie kann man hier auf negative Gedanken kommen? Oftmals ist es auch einfach gut, ein bisschen auf sich selber zu hören. Das heißt jetzt aber nicht, dass man Gruppenwanderungen ausschließen soll. Das hat auch seinen Reiz. Nur, so wie ich vorhin gesagt habe, wenn man darauf angewiesen ist und immer einer von den beiden nicht gehen will oder von denen weiß ich wie vielen, dann geht gar keiner und davon hat niemand was. Und jetzt geht's weiter. So, das ist jetzt die Abzweigung. Da rechts wird es weitergehen, aber wir trampeln jetzt hier den Wald drauf und da vorne haben wir schon das Schild, Achtung Weidevieh. Ja, mal schauen, was da uns zukommt. Auf uns zukommt. Von der Temperatur her geht es nachher, weil wir jetzt trotzdem mal eine Kappe aufsetzen und jetzt wird gefrühstückt. Schaut einmal. Langsam kommen wir aus den Bäumen raus. Jetzt wird es dann etwas sonniger. Ich kann noch gar nicht genau sagen, ob man den Gipfel von hier schon sieht, weil das alles neu ist für mich. Aber da oben, auf der Kamera sieht man es nicht, aber die Wanderwege sieht man. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Scheint schon auf den Komm zu gehen. Zuerst auf dem Alpspitz. Wir sind gleich zwei Wegweiser hintereinander. Schauen wir mal, was da drauf steht. Jo. Der liegt verkehrt rum doch. Aha, da kommen wir bis zum Goldeck gehen auf dem Grat. Ja, eine Viertelstunde auf dem Latschur. Ich glaube, das geht schneller. Oh, ich sag's euch, da ist traumhaft schön. Und zwar ist richtig schön.
So, jetzt sind wir 100 Meter weiter gegangen und dann sind schon eineinhalb Stunden auf dem Latschur. Okay, das wird ein bisschen alternativer Weg sein. Über die Eckwand. War das ein schwarze Wege? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schaut sehr vertrauenswürdig aus, da schauen wir mal da. Huiuiui. Restaurierungsarbeiten notwendig. Unten die Kühe. Schönen Bogen die Tiere machen. Lass die Tiere in Ruhe. Und da unten sieht man sogar noch den Parkplatz jetzt an. Ich bin ja gespannt, ob man von ganz oben ein Stück vom See aus sieht. Das ist schon der nächste Wegweiser. Und dann spaltet sich der Weg jetzt da irgendwann einmal von Alpspitze und Plateauschuhe. Jetzt muss ich selber schauen. Aber da hinten oben sehe ich schon einmal ein Gipfelkreuz. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Sind wir da auf so einen kleinen Vorgipfel angekommen? Schon einiges höher. Oh, das Ostufer vom See kommt langsam raus. Da werden wir doch ein bisschen was sehen heute. Die Weitsicht ist mittlerweile ein Wahnsinn da. Aber wir haben noch ein paar Höhenmeter vor uns. Das da oben scheint dann tatsächlich das Endziel zu sein. Eine schöne Brockenstände aus. Aha, das da unten scheint der Alternativweg zu sein. Okay. Wir müssen da auf. Und das da vor mir scheint dann der Alpspitz zu sein. Weiter geht's. Eine Wahnsinnslandschaft haben wir da. So, haben wir das erste Gipfelziel ohne Gipfelkreuz erreicht. Das ist dann also der Alpspitz. Hier laufen schon die Viecher, aber dem anderen entgegen, da sind ein paar Leute drauf. Und das da dort ist noch unser Endziel heute. Das freuen wir uns schon. So, wir werden eine kurze Pause machen, dann werden wir dort nicht mehr hatschen. Das ist noch einmal ein ziemlich steiler Anstieg. Mittlerweile auch etwas klarer. Aber ganz wird er sich halt nicht erschließen. Der ist da hinter der Ketten da. Und davon sind alles lohnende Gipfelziele, die wir in nächster Zeit machen werden. Da freuen wir uns schon drauf. Aber Wahnsinn. Thank you.
ich der Kai. So, sind wir am Ziel angekommen. Ja, auf einen echt geilen Tag heute. Ein Wahnsinn, und das ist nicht so heiß, gell? Ja, ich muss sagen, nach oben ist richtig. Ja. So. Das ist also der Latour. Herrliche Eindrücke da. Da unten der Weißensee, der ist genau hinter dem Kamm, in dem Tal. Den sieht man von da leider nicht. Aber von da unten sind wir rauf. Ah, mächtige Sichtigkeit. Ich glaube, wir hätten keinen schöneren Tag erwischen können. Und besonders warm ist auch nicht da. Warm schon, aber nicht heiß. So. Da drüben sind noch für die nächsten Touren die Ziele. Da vor uns ist die Eckwand. Und links davon steht da ganz mächtig der Staff. Auf den freuen wir uns aber auch schon. Eigentlich könnte man da heute schon umgehen. Aber mir reicht das für heute. Da haben wir das Gipfelkreuz. Genickt, nach einer kurzen Pause da oben. Wenn wir jetzt absteigen auf die Dechendorfer Alm und dann werden wir mal diese Hütte aufsuchen. Nachdem was mir die Leute hier erzählt haben, hat die auch offen. Ja, mal schauen, ob wir da alkoholfreies Bier bekommen. Eigentlich will ich da gar nicht mehr, aber so schön ist da. Hat sich gut verloren. So, wir sehen uns unten. So, noch im Abstieg. Bevor ich es vergiss, da vorne ist ja noch einmal der Staff und da links davon ist das Goldeck. Da habe ich das am Gipfel nur vergessen können zu sagen. Das hat man auch schön runtergesehen von oben. So, jetzt gehen wir weiter zur Hütte. Schatten geben der Felsen. Das ist ja schon fast der Biwak. Sehr coole Felsformationen. Richtige Platten sind das. Sehr cool. Da wirkt die Wegmarkierung gleich umso cooler. Davon blitzt es ein bisschen. Jetzt wird es ein bisschen farbenfroher da. Ja, auch beim Abstieg kann man schöne Eindrücke haben. Der Weg zur Hütte durch ein kleines Waldstückel. Meine nicht eingekremte Haut begrüßt es. Ja, ziemlich idyllisches Platzl da. So, angekommen. Ja, die Bänke schauen leer aus, aber da unten sind Leute. Mal gucken. So, Prost. Prost noch, ja.
Stick, das kannst du auch filmen. Ja, genau. Das ist nicht gut. Nein. Ja, wie los ist Motivation jetzt für die Leute. Aber also, liebe Leute sind da, kommt alle her da, zu Dechendorfer Alm. Jetzt haben wir kriegen Besuch beim Essen. Du bist der Hane. Da haben aber noch zu wenig Leute gegessen, dass du da Essensreste findest. So, das war die Hütten. Wirklich ganz liebe Leute dort, der Dechendorfer Alm. Da kann man jederzeit einmal herschauen. Wenn es geht, zu so normale Uhrzeiten, also nicht gerade in der Früh oder auf Nacht, wie wir die Leute jetzt gerade erzählt haben. Das war's dann mit der Tour für heute. Den ganzen Weg arbeite ich jetzt nicht mehr filmen. Der Weg arbeitet sich jetzt dann. Wir machen wieder in den Wald rein, wo ich aufgestiegen bin. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen, die Eindrücke haben euch gefallen. Es war heute ja wirklich schön. Ich wünsche euch noch was. Bitte.